Freiherr Karl Auer von Welsbach brachte Licht für die ganze Welt und natürlich auch nach Althofen. Auer von Welsbach ist mit der Gründung der Treibacher Chemischen Werke der Mann gewesen, der den Grundstein für den Wohlstand im modernen Althofen gelegt hat. Durch seine Erfindungen konnte ein Unternehmen entstehen, das vielen hundert Menschen durch die Jahrzehnte Arbeit gegeben hat, soziale Sicherheit, wirtschaftlichen Aufschwung für uns bedeutet hat. Das Auer von Welsbach Museum, dessen 25-Jahre-Jubiläum wir heute feiern, wiederum ist eine wissenschaftliche Großleistung, die ganz eng mit dem Namen Professor Roland Adunker verbunden ist, die in Zusammenarbeit mit den Familien Auer von Welsbach, mit der Stadtgemeinde, mit vielen Einzelspendern von Leihgaben hier eine Ausstellung ermöglicht haben, die europaweit einzigartig ist, auf die wir stolz sind, die ein Frequenzbringer für Althofen, für ganz Kärnten ist. Professor Roland Adunker war es, der vor 25 Jahren ein Museum für diesen bedeutenden österreichischen Erfinder gründete und ein beeindruckendes Museum in der Altstadt Althofen einrichtete. Ja, ursprünglich war es natürlich so, dass nach dem Zusammenbruch der Eisenindustrie 1887 war eine fürchterliche Notlage hier und da ist Karl Auer von Welsbach gekommen, so um 1892 und hat sich hier mal die Gegend angeschaut und so weiter und ist dann so weit gekommen, dass er hier mit diesem Geld, was er bei der Erfindung des Glühstrumpfes und Produktion desselben herausbekommen hat, hier dieses Industrieareal kaufen konnte und dann eine neue Industrie begründen, also chemische Industrie, ja, auch die chemisch und elektrische Industrie. Ja. Er war ja das größte Universalgenie überhaupt, was je gelebt hat. Weil es ist so, dass er mit seinen Erfindungen wohl das Geld bekommen hat, aber die Ehre des Nobelpreises nicht. Und das hat ihn auch gar nicht gestört. Er hat so viele Ehrungen bekommen und ist nie zu einer Ehrung gefahren, weil ihn das gar nicht irgendwie interessiert hat. Weil er hat genau gewusst, was er wert ist für die Welt, weil das war das, was er gemacht hat, das Urbedürfnis der ganzen Menschheit gestillt nach Licht und Feuer. Und das war etwas, was keiner zuvor geschafft hat. Dass er wirklich, dass man damals schon konnte taghell erleuchten, Operationssäle, Fabrikshallen und so weiter. Und das war ganz was Neues mit dem Gasglühlicht und dann später mit der Metallfadenglühlampe. Österreichs großer Entdecker, Erfinder, Pionier schuf mit seinem Wirken weltweit Millionen Arbeitsplätze. Grund genug auch für seine Nachkommen, das Museum mit zahlreichen Exponaten zu unterstützen. An meinem Urgroßvater hat mich beeindruckt, dass er sehr allein, also er hat zur damaligen Zeit alleine gearbeitet. Er hatte nicht wie heute in einer großen Industrie, sondern er hat einen Assistenten gehabt und sonst das meiste alleine erfunden. Er hat in Wien schon den Gasglühstumpf ganz alleine entwickelt und wie er dann nach Kärnten gekommen ist, hat er in Schloss Welsbach und auch hier in Treibach in seinem Labor alleine gearbeitet, hat wohl viele Mitarbeiter gehabt, aber die Entwicklungen hat er alles selber gemacht. Das ist alles in ihm selbst entstanden und er hat es auch selbst fertiggestellt und entwickelt. Das Auer von Welsbach Museum in Althofen präsentiert einmalige Exponate, originale Geräte und kostbare Raritäten. Höhepunkt: das weltweit einzige mit originaler Ausstattung eingerichtete Laboratorium.